Du hast Paragon auf Konsole gezockt, die Entwicklungen der neuen Paragon-Nachfolger mitverfolgt, doch fragst dich, wann ein Paragon 2 endlich auf die PS4 kommt? In diesem Video erfährst du alles, was wir bisher zu einem Konsolen-Release der neuen Paragon-Games wissen. Bleib dran! Hey Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin der Chris und ihr seht Sharks. Für dich sollte es mittlerweile kein Geheimnis mehr sein, dass mehrere Entwicklerstudios hart daran arbeiten, uns ein Paragon-ähnliches Game zurückzubringen. Die Rede ist hauptsächlich von Fort, Predecessor und Core. Ethereal ist ja nochmal so ein Ding für sich, auf welches ich mich auch sehr freue und welches auf jeden Fall auf der Konsole erscheinen wird. Nicht so klar sind aber die Gegebenheiten um die anderen drei Titel. Vorweg gesagt, müssen alle Spiele erstmal auf dem PC einwandfrei funktionieren und entwickelt sein, worauf der Fokus aller Teams im Moment noch liegt, bevor sie sich überhaupt über die Konsolenvariante und Crossplay Gedanken machen können. Doch wie lange wird das etwa dauern und wann können wir uns auf einen PS4 oder Xbox Release freuen? Fort kam ja ziemlich überraschend aus dem Nichts und scheint momentan der Fan-Favorite zu sein. Predecessor hat mit der ersten Alpha gestartet, welche jedoch noch sehr verbuggt war, doch nun soll das Spiel einwandfrei spielbar sein, sogar besser als Fort. Dazu habe ich auch bereits ein genaueres Video hochgeladen, welches ich euch mal in der Videobeschreibung verlinkt habe. Zu Core hört man ja seit geraumer Zeit eh so gut wie gar nichts mehr, doch im Gegensatz zu den anderen Teams sind sie dem PS4-Release tatsächlich schon etwas näher. Fangen wir mit Fort an. Fort hat mittlerweile überraschend guten Fortschritt gemacht im Vergleich zu den eigenen Erwartungen der Entwickler. Man kann ihren Plan für die Entwicklung des Spiels auf ihrer Webseite finden, doch dieser scheint sogar noch schneller voranzuschreiten. Ich habe erst neulich mit Jetstar, einem Entwickler des Games und Admin ihres Discord-Channels geschrieben und er konnte mir bestätigen, dass nach jetzigem Fortschritt das Spiel auf jeden Fall noch 2020 auf der Konsole erscheinen soll. Xbox-Spieler können sich da besonders freuen, da das Game wohl einfacher auf die Xbox zu übertragen sei, durch das PC-ähnliche Betriebssystem der neuen Xbox und sowohl auch eher dort als auf der PlayStation erscheinen wird. Wer das Entwicklerteam unterstützen will, der kann auch auf ihre Indiegogo-Seite gehen und eine Spende dalassen. Im Gegenzug dafür bekommt man sogar ein paar Boni für das Spiel. Ein genaueres Video dazu habe ich auch mal in die Infokarte gepackt. Für Fort sind das also schon mal sehr gute Aussichten. Bei Predecessor hingegen sieht es im Moment wohl noch nicht so gut aus. Das Spiel soll jetzt zwar um einiges flüssiger laufen als Fort, da das Team sehr hart an der Performance gearbeitet hat und es nun nicht mehr über Steam läuft, doch in Richtung Konsolenspiel haben sie bisher noch keine Schritte gewagt. Omidas Studios Fokus liegt momentan noch komplett auf der Ausreifung der PC-Variante und das lässt sich meiner Meinung nach auch sehen. Predecessor soll nämlich, wenn es gut läuft, eine Legacy und eine Monolith-Map bekommen. Kommen wir nun zu Core. Ja, von Core hört man ja im Moment sowieso so gut wie gar nichts. Wie kann es also sein, dass Metaverse-Spiel der Konsole am nächsten ist? Man hört von Core nicht nichts, weil nichts mehr geschieht, sondern weil sich das Entwicklerteam Metabuff dazu entschieden hat, wie eine richtige Company zu arbeiten und sich auf Fortschritt zu konzentrieren, anstatt die Fans zu unterhalten wie die anderen Teams. Darauf werde ich in einem zukünftigen Video nochmal genauer eingehen. Neue Videos gibt es auf meinem Kanal immer montags und donnerstags 17 Uhr. Übrigens, wenn dir solche informativen Videos in diesem Stil zu allen Paragon-Nachfolgern gefallen, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du den Kanal doch abonnierst. Das geht ganz schnell und kostenlos, einfach auf den roten Button abonnieren drücken und die Glocke aktivieren. So erfährst du in Zukunft immer als Erster, was es Neues zu unserem Lieblingsspiel gibt. Nun aber der Fortschritt, den Core in Richtung Konsole gemacht hat, welchen keinen der anderen Entwicklerstudios bisher gewagt hat. Core hat sich nämlich schon vor 9 Monaten bei Sony angemeldet und wurde einer Partnerschaft mit PlayStation zugesagt. Das ist jedoch auch erst der wirklich erste Schritt in Richtung PS4. Da das aber bereits vor 9 Monaten war, könnte es durchaus sein, dass Metabuff da schon weiter vorangeschritten ist und wenn sie ihre Variante von Paragon 2 veröffentlichten, sogar schon eine spielbare Version für die Konsole vorhanden ist. Das ist jedoch nur Spekulation, könnte aber durchaus möglich sein. Dieses Thema hat Mangoose auch schon mal genauer unter die Lupe genommen, das Video dazu findet ihr ebenfalls in der Infobox. Für alle Games heißt es also prinzipiell, zuerst muss das Game auf dem PC laufen, bevor es auch auf die Konsole kommen kann. Als Konsolenspieler würde ich also nach den besagten Punkten denken, dass du wahrscheinlich noch etwa ein Jahr warten musst. Fort könnte schon eher kommen, vielleicht auch später, Predecessor wird wohl noch länger brauchen und für Core ist noch nichts bestätigt, es könnte aber abzusehen sein, dass dieses Spiel uns alle überrascht. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video helfen und es war informativ. Das soll es für heute gewesen sein, ich bin raus, also so wie immer, danke fürs Einschalten und hab noch einen wundervollen Tag.